Por más de 50 años, la fuerza revolucionaria en entretenimiento deportivo. Heute versuchen Skip und Red Radford ihren ersten Federation Tag Team Titel zu erringen, und zwar gegen die Smoking Guns. Willkommen, liebe Fans der World Wrestling Federation. Heute kommen wir mal ganz spanisch. So klingt die Einleitung, ja, sie erinnert kommt sich. Kommt hier spanisch vor. Ganz genau, so klingt es also für die Spanier. Und die Szene haben wir am Dienstag gesehen. Ja, das war natürlich die Survivor Series und das Match, in dem für die Body Donners der Kid antrat. Und er siegte gegen Marty Jannetty, aber nur durch das Eingreifen von Sid. Hätte das nicht stattgefunden, dann bin ich absolut sicher, hätte Marty Jannetty für sein Team, für die Underdogs gewonnen. Und dann in Raw, gleich einen Tag danach, beleidigte der Kid und Teddy DiBiase Marty Jannetty. Der kam sofort raus, gefolgt von Sid. Ja, wollte er natürlich Kid herausfordern, aber Sid stellt sich dazwischen und er stellt natürlich schon ein Schutzschild dar, das ist klar. Und da sieht man, wie der Kid sich dahinter verbirgt, auch zeugt von seiner neuen Einstellung. Ja, und dann steht sofort, geht er auf Marty Jannetty los. Und dann kann der Kid natürlich ebenfalls eingreifen. Das ist natürlich wieder mal die billige Art, die kennen wir, die billige Masche, die so einige Leute, speziell die Schützlinge vom Million-Dollar-Man Ted DiBiase, doch bevorzugen. Ja, die Fans wissen das auch zu würdigen, dementsprechend die Plakate. So, hier noch die Powerbomb von Sid. Ja, die würde ich aber auch noch über mich ergehen lassen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Denn das ist ja nur wirklich draußen auf der Matte. Aber es ist natürlich eine ganz miese Tour. Okay, jetzt also sind wir in dem aktuellen Match. Das waren Rückblicke. Sid ist wieder am Ring. Das verheißt natürlich nichts allzu Gutes. Also der 1-2-3 Kid jetzt gegen Rich Myers. Ja, der Kid, wie gesagt, die Enttäuschung des Jahres 1995, das würde ich mal sagen. Und noch einmal, ja, weil du es gerade angesprochen hast vorhin, Günther, wegen der spanischen Einleitung heute. Die World Wrestling Federation ist ja eine Liga, die weltweit die Fans begeistert. Und wie Sie es gehört haben, haben wir normalerweise immer den amerikanischen Ton draufgelegt. Diesmal haben wir uns gesagt, nehmen wir unsere spanischen Kollegen. Die haben ja bei der Survivor Series Brett direkt vor die Nase bekommen. Da haben wir gedacht, na, nehmen wir diesmal die Spanier dazu, damit sie auch sehen, da ist natürlich nichts passiert. Ganz genau, die Jungs sind ebenso fit wie auch alle teilnehmenden Superstars. So, der Kid mit seinen gewohnten Aktionen, schnelle Kicks natürlich und seine Legdrops. Ja, natürlich ist dieser Rich Myers kein Gegner, wie zum Beispiel ein Marty Jannetty. Also ich könnte mir ziemlich klar vorstellen, dass Marty auf keinen Fall diese Sache auf sich beruhen lassen wird, Günther, und mit Sicherheit den Kid irgendwann herausfordern wird. Und das würde mit Sicherheit ein tolles Match zweier absoluter Supertechniker werden. You know something, 1-2-3 Kid, you really surprised me. Former Tag Team Champions we were, I didn't think you could surprise me, but you're selling out to the Million Dollar Man surprised me, but hiding behind somebody else like you did with Sid really surprised me more. But I tell you something, Kid, it doesn't matter what I gotta go through, I'm gonna get to you. Ja, das ist natürlich Marty Jannettys Enttäuschung, seine große Enttäuschung. Man darf nicht vergessen, das hat er gerade angesprochen, dass er und der Kid ja schon einmal Tag Team Champions zusammen waren. Und Marty sagt, er hätte eigentlich nicht gedacht, dass er mit seiner großen Erfahrung sich noch überraschen lassen würde. Aber der Kid hätte es wirklich geschafft. Und egal, was passiert, was er tun muss, er wird auf jeden Fall ein Match gegen den Kid bekommen. Also da ist eigentlich genau das die Bestätigung, was wir eben gemutmaßt haben. Ja, da freuen wir uns, wie gesagt, drauf auf dieses Match, denn da haben wir zwei Ausnahmetechniker dann im Ring. Und wenn sich Sid und Ted DiBiase da raushalten würden, dann könnten wir auch ein tolles Aufeinandertreffen erwarten.
Ja, da bin ich ziemlich sicher, so die Lösung, Stahlkäfig-Match vielleicht, ich weiß es nicht. Oder halt eben doch auch Leute, die zugunsten von Marty Jannetty dann eingreifen, wie wir es ja schon zum Beispiel bei den Saskatchewan Rough Riders gesehen haben, die Bret Hart unterstützten in seinem Match. Aber jetzt sind wir wieder hier in diesem Match. Rich Myers im Grunde genommen ohne Chance. Der Kid ja wirklich ein super Techniker, gar keine Frage. Und er scheint sich zu ärgern, dass von Rich Myers keinerlei Gegenwehr kommt. Er ärgert sich vielleicht auch Sid darüber, dass er nicht eingreifen kann oder muss. So, Spinning, Reverse Kick. Er will aber noch kein Cover ansetzen. Der Kid will da einiges zeigen, das ist ganz klar. Aber er kommt nicht dazu. Von daher seine Verärgerung ein bisschen verständlich. Jetzt das Cover 1, 2, 3, jawohl, jetzt hat er sich gesagt, das hat keinen Sinn mehr, das ist kein würdiger Gegner, ich beende das Match. Vielleicht auch eine vernünftige Entscheidung. Und der Kid, er hat sich wirklich sehr verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht es auch schon an seinem Gesicht. Nun, wir werden sehen, wie sich diese Sache weiterentwickelt und gegen wen er als nächstes antreten wird von wirklichen Herausforderern. Wir machen auf jeden Fall weiter mit einem Rückblick auf Shawn Michaels. Ja, bei In Your House musste er seinen Titel kampflos abgeben, nachdem er in Syracuse bei einem Kneipenbesuch verprügelt wurde. Und hier hat die den Gürtel momentan in der Hand. Ja, man sieht auch die unglaubliche Trauer hier von Shawn Michaels. Und Dean hat dann an Razor Ramon den Titel verloren und dann natürlich bei der eigentlichen Survivor Series musste Shawn ordentlich einstecken. Ein Razor's Edge von Razor Ramon, dann die Powerbomb natürlich von Sid und dann noch einen Legdrop von Yoko. Sehen wir hier, das überstand er alles. Aber dann letzte Woche in Raw ein Match zwischen Shawn Michaels und Owen Hart. Ganz genau, das also sind jetzt neue Bilder. Clothesline von Shawn Michaels, das kennen wir. Owen geht raus, Shawn wieder zurück im Match. Ja, es war ein super Match bis zu diesem Zeitpunkt, aber dann merkte man, Shawn Michaels, er wankte und stürzte zu Boden. Wie sich herausstellen sollte später bei einer ärztlichen Untersuchung, hatte er also doch bei dieser Schlägerei, und wir müssen es nochmal sagen, die er nicht provoziert hatte, sondern da war jemand, der sagte sich, diesen Shawn Michaels, den Promi, den nehme ich mir mal vor, und gleich 9 Soldaten, so heißt es, in den USA an der Bahn in Syracuse. Sie haben festgestellt, dass sie haben Shawn Michaels verprügelt und der Arzt stellte fest, dass er ein Schleudertrauma hat. Das ist eigentlich jetzt so schlimm nicht. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Er muss jetzt eine Pause einlegen, Shawn Michaels. Natürlich machten sich die Fans Sorgen. Das ist ganz klar, Günther, das kennen wir auch. Hier noch eine Vorschau auf das, was wir noch sehen werden. Die Smoking Guns gegen Red Redford und Skip. Aber vielleicht noch mal kurz auf dieses Schleudertrauma einzugehen, um was es sich dabei eigentlich handelt. Er hat einfach zu früh begonnen. Schleudertrauma kennen viele, denke ich, von einem Auffahrunfall. Genau, ja. Das ist eine Verletzung, kann man es gar nicht nennen, sondern eine Beeinträchtigung der Muskulatur auch im Nacken. Und da wird das Gehirn so richtig durchgeschüttelt. So könnte man es vielleicht erklären. Und wenn man da zu früh wieder anfängt, dann kann es eben schon mal zu einer kurzzeitigen Bewusstseinstrübung führen. Ja, das Problem an der Sache ist, dass das ja eigentlich keine Verletzung ist und dass man gar nicht weiß, ob man ein Schleudertrauma hat, bis sich halt eben die Anzeichen einstellen, wie zum Beispiel eben Schwindelgefühl, Übelkeit, bisschen Koordinationsprobleme, auch mal der gelegentliche Blackout. Also das sah jetzt natürlich schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war. Shawn Michaels wurde zum Arzt gefahren. Der Arzt hat das sofort festgestellt und hat gesagt, so Shawn, über Weihnachten und Neujahr bleibst du zu Hause, legst die Beine hoch und dann werde ich dich schön untersuchen und dann wird das wieder in Ordnung sein. Und wenn es in Ordnung ist, mein Freund, erst dann wirst du wieder in den Ring steigen. Und das macht Shawn Michaels auch. Also, das ist keine schwere Verletzung oder sonst was, sondern nur eine Nachwirkung. Das für alle besorgten Fans. Jetzt sind wir bei Fatu gegen Reginald Walker. Sehen Sie es uns nach, dass wir diese lange Erklärung gegeben haben. Denn natürlich machen sich die Fans Sorgen um Shawn Michaels. Und da wollen wir natürlich genau erklären, um was es da geht. Der Shoulderblock von Fatu. Damit beginnt diese Auseinandersetzung. Er lacht immer noch. Freut sich unheimlich, ist auch sehr, sehr angenehm zu seinem Gegner, begrüßt den. Dementsprechend reicht ihm die Hand. Und Reginald Walker versucht sich jetzt erstmal neu einzustellen.
Ja, das ist auch dringend nötig gegen Fatu. Und ja, Fatu, wir haben ja gerade mal die Survivor Series hinter uns, war natürlich ein Mitglied der Dark Side gegen die Royals. Und er konnte miterleben, wie der Taker, der Undertaker, ein sensationelles Comeback feierte. Er warf die komplette Mannschaft der Royals raus und Mabel flüchtete sogar, hatte Angst vor dem Undertaker. Ich glaube, Günther, dass Mabel sich damit keinen Gefallen tut, zumindest seinem Ruf. Ja, das spricht deutlich zu seiner Einstellung. Hätte ich eigentlich auch nicht gedacht. Mabel haben wir von ihm noch nicht gesehen bisher. Er hat noch keine Auseinandersetzung gescheut, ging auf jeden zu. Und auch er scheut kein Tänzchen, Fatu. Das wollten auch schon manche nachmachen, aber so gut kann's keiner. Ganz genau, ja. Und Bret Hart wurde ja zum dritten Mal World Wrestling Federation Champion. Das sage ich deswegen, weil wir nachher noch Diesel hören werden mit einigen Kommentaren, die einen Tag später eben in Monday Night Raw aufgezeichnet wurden. Er hat uns da was zu sagen, das werden wir nachher zeigen. Ah, jetzt sind wir Fatu. Hundertprozentige Zustimmung zu diesem Statement. Fatu wirklich hat etwas aus seinem Leben gemacht, trotz schlechter Voraussetzungen. Wir haben die Bilder ja oft genug gesehen aus der Umgebung, in der er aufgewachsen ist. Also in die Schule gehen, einen ordentlichen Abschluss. So, glaube ich, kann man das auf unsere Verhältnisse übertragen. Und natürlich Finger weg von jeder Art Drogen. Ja, ich finde das sehr schön. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sollte man vielleicht sowas noch mal ganz besonders betonen. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist eine ganz besondere Zeit. Und da, finde ich, kommen gerade solche Sachen noch besonders gut. Gar keine Frage. Fatu hat gesiegt durch einen wunderschönen Big Splash über den Ringrichter Earl Hebner hinweg. Und wir sind bei Slam Jam und Doc Hendricks. Ich glaube, das muss man kaum übersetzen. Er ist auch noch begeistert von dieser fantastischen Survivor Series. Wohl Technik aneinandergereiht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ja, er sagt auch, 3 Sekunden waren entscheidend. 3 Sekunden, in denen Bret Hart Diesel einrollte, sich den Champion-Titel holte. Und Diesel war stinksauer, denn er hatte das Jackknife zuvor nicht gezeigt. Denn er mochte ja Bret. Und jetzt wird es auch gleich weitergehen, nämlich mit In Your House am 17. Dezember. Da wird Bret seinen Titel gegen den British Bulldog, seinen Schwager, verteidigen müssen. Die beiden sind ja auch schon weiter vorher aufeinander getroffen. Dazu später mehr. Wir werden bei RTL 2 natürlich Höhepunkte zeigen. Ja, der British Bulldog, das sollte man vielleicht noch sagen, hat dieses Match durch seinen Anwalt bekommen. Clarence Mace, also den Anwalt natürlich eigentlich von Jim Cornette. Und der British Bulldog auch will zu diesem Match was sagen. Er ist natürlich zuversichtlich, das ist klar. Ja, hier sehen wir noch einmal Jim Cornette und den British Bulldog. Aber jetzt, wie du gesagt hast, ein Statement vom British Bulldog, gerichtet wahrscheinlich an Bret Hart. I bet Bret Hart right now has got butterflies in his stomach. You're a nervous hitman because you know what the British Bulldog is capable of doing when he steps in the squared circle. You know I can beat you, and the people know I can beat you because I've done it before. 1992, Wembley Stadium, 83,000 people, Bret Hart. I beat you at SummerSlam 92. And in your house, I'm coming there to take the World Wrestling Federation title away from you, Hitman. You can come out and say, I'm the best there is, the best there was. You can tell that to the morons out there in TV land, but you can't tell that to me. Ja, Bret Hart, also damals gegen den Bulldog verlor. Ich denke, die Bilder kennen alle. Da hat er zugegeben, er war der Bessere. Der British Bulldog an diesem Tag hat das fair eingestanden. Die Frage, was wird am 17.12. passieren? Ja, Bret Hart hat ja sowas noch nie gemacht. Und also, dass er irgendetwas vorgetäuscht hätte. Und es wird ein Arkansas-Schweinestall-Match geben zwischen Henry Godwin und Hunter Hearst Helmsley. Das heißt, um den Ring herum wird ein Schweinestall, ein Schweinetrog aufgebaut mit Schlamm, mit Pampe und allem. Und wer verliert, wird in diese Pampe hineingeworfen. Ja, Hunter Hearst Helmsley freut sich bestimmt daraus. Wie gesagt, wir zeigen Ausschnitte. Verpassen Sie das auf keinen Fall. Noch ein Statement von Diesel, jetzt aber erst eine kleine Pause und dann geht's weiter mit dem Bulldog. Die Federation Superstars auf einer CD. Mit der Einzugsmusik von Bret Hart, Shawn Michaels, Razor Ramon und von Big Daddy Cool Diesel. Full Metal, das Album. Get it now. I will get you.
So, der British Bulldog, wir sehen hier eine schöne Hallenansicht. Er hat es heute mit Tony Williams zu tun. Ja, das Match gegen Brett wird sicher fantastisch. Und wer 1992 noch kein Fan der World Wrestling Federation war, sie vielleicht noch gar nicht kannte, nur ganz kurz, in Wembley fand der SummerSlam 92 statt. Und dort verlor Bret Hart seinen damals Intercontinental Champion-Titel an seinen Schwager, den British Bulldog. Dann kam auch noch Bretts Schwester und natürlich die Frau des Bulldog, Diana, in den Ring, feierte mit beiden und sie wird wahrscheinlich diesmal auch wieder hin und her gerissen sein, denn erneut treffen die beiden aufeinander, diesmal allerdings nicht mehr als Freunde, so sieht es aus. Ja, und nicht um den Intercontinental, sondern um den allerhöchsten Titel, den es gibt in der Federation, also um den Titel schlechthin. Ja, aber eins muss ich schon noch loswerden. Ich weiß genau, was du jetzt sagst. Ich stelle mir vor, wie Hunter Hearst Helmsley in die Schweinepampe fliegt. Diesmal ist es nicht nur ein Eimer, also, der da bereitsteht, sondern ein ganzer Stall ist aufgebaut. Die lassen sich also wirklich was einfallen, die Jungs. Ja, ein Vollbart. Ein Vollbart droht da. Ich glaube, Henry Godwin macht das nicht allzu viel aus. Der hat das mit Sicherheit schon mal hinter sich gebracht. Naja gut, ich meine, Hunter Hearst hat sich ja selber zuzuschreiben. Hätte er nicht immer so ein Trara und so ein Theater gemacht, wäre ihm das sicher erspart geblieben. Obwohl ja noch nicht sicher feststeht, dass ihm diese Pampe droht. Bisher hat er noch nicht verloren. Und Henry Godwin wird alle Hände voll zu tun haben, um dem Publikum und sich selbst und uns natürlich diese Freude zu bereiten. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, liebe Fans, ich kann dieses Arkansas-Schweinestall-Match überhaupt gar nicht erwarten. Wie gesagt, wir werden natürlich wieder eine längere Zusammenfassung von In Your House hier bei uns im Programm haben, sobald die amerikanischen Kollegen uns die Szenen zusammengeschnitten haben. Jetzt aber zu diesem Match. Ja, beschimpfter Tony Williams, Jim Cornette, steh auf, Brett. Tut also so, als wäre dieser Tony Williams von einem Kaliber wie Bret Hart. Aber das ist natürlich lächerlich. Das ist kein Gegner für den British Bulldog. Und da kann er auch nicht trainieren. Da kann er nur vielleicht sein eigenes Selbstbewusstsein stärken. Ja, das ist klar. Tony Williams, sicher ein guter Wrestler. Das haben wir in der Vergangenheit schon gesagt, schon häufiger. Ein bisschen klein ist er höchstwahrscheinlich. Ich würde mal sagen, der ist so unser Kaliber, Günther. Aber wie gesagt, der British Bulldog wird mit Bret Hart genauso seine Mühe haben wie umgekehrt. Und es wird mit Sicherheit ein hochtechnisches Match werden. Das auf alle Fälle. Wie gesagt, darauf kann man sich freuen. Da wird einiges geboten sein. Die Frage natürlich, wie bereiten sie sich gegenseitig vor? Kennen sich ausgezeichnet aus dem FF. Logischerweise haben beide und auch schon zusammen oft genug im Dungeon, im Heimischen, trainiert. Zusammen mit Stu natürlich. Aber die Einstellung ist ein bisschen anders, Carsten hat es erklärt, als noch 92. Ganz genau. Und ja, Stu Hart feiert ja dieser Tage seinen 50-jährigen Jahrestag als Mann im Wrestling-Geschäft. Nicht nur als Wrestler selbst, sondern auch natürlich als Wrestling-Veranstalter. Es wird mit Sicherheit auch eine große Veranstaltung geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Bulldog und auch Bret Hart dabei sein werden. Jetzt aber erst einmal der Powerslam vom Bulldog, der Tony Williams locker leicht abfängt. Und er hat gesiegt, deutet sofort auf irgendjemanden. Ich weiß gar nicht, auf wen. Vielleicht auf jemanden, der ein Bret Hart-Schild hochhält oder eine Brille oder was auch immer. Dieses Match wird mit Sicherheit von entscheidender Bedeutung sein. Auch da werden wir in der heutigen Action Zone noch drauf eingehen. Und jetzt schauen wir uns noch einmal kurz an, wie Bret Hart und Diesel sich bei der Survivor Series miteinander mehr vertragen oder auch nicht so vertragen haben. Look, it's Bret the Hitman Hart. You have to be quiet, son. He's getting ready for the big match. Get him, champ. Wow. Ja, zu diesem Bret Hart kommen wir jetzt auch. Survivor Series am Dienstag zu sehen, das Championship-Match. Da sehen wir, da hat ganz offensichtlich Diesel etwas Mitleid mit Bret Hart, hätte da noch mehr mit ihm anstellen können, zieht sich da aber zurück.
Ja, und Bret Hart hat ihn dann überrascht eingerollt und sich damit zum dritten Mal den World Wrestling Federation Champion-Titel geholt. Und da war Diesel natürlich stinksauer drüber. Es gab zwei Jackknives gegen Bret Hart. Das war natürlich die Frustration von Big Daddy Cool Diesel. Das war auch nicht persönlich gemeint. Und einen Tag später dann diese Statements. Was the tip of the iceberg. Big Daddy Cool's back! That same guy you saw in Providence at the Royal Rumble a couple of years ago. The only thing that matters to me right now is my family, my friends, that includes you, Shawn Michaels. And I'm not saying something. I'm not saying I'm not gonna smack hands, but it better have a black glove on it, baby, because I know you're with me. Whether you like me, love me, or hate me, hey, that's the way it's gonna be. I'm back. I didn't realize places like this even existed. I mean, one time as a child, I saw that show, what is it, Green Acres, but I just thought that was a figment of somebody's imagination. I didn't believe this was real. What is that? And the stench, I mean, good God, people actually lived like this? Animals actually lived like this, for that matter? And then I eat them? Oh. Thinking about becoming a vegetarian. This is absolutely disgusting. Good God. Also diese Worte sprechen eine deutliche Sprache. In welcher Welt lebt er eigentlich, dieser Hunter Hearst Helmsley? Na gut, wenn er Vegetarier wird, dagegen ist ja nichts zu sagen, aber aus welchen Gründen, ist glaube ich der Erste, der aus diesen Gründen ein Vegetarier würde. Also wir freuen uns immer mehr auf das Match gegen Henry Godwin mit dem Schweinestall außenrum. Der kann jetzt hier mal schon ein bisschen trainieren gegen Jason Arndt. Ja, ein sehr groß gewachsener, relativ kräftiger Mann. Aber also ich würde sagen, er hat eine Figur, die nicht ganz unähnlich der von Hunter Hearst Helmsley ist, auch sehr groß. Während allerdings Hunter Hearst wesentlich durchtrainierter ist, muss man sagen, als Jason Arndt. Aber es wird natürlich ein ganz tolles Match und es wird sicher viel gelacht werden bei diesem Match. Und das gehört ja auch dazu. Natürlich, die World Wrestling Federation ist unglaublich spannend. Das sieht man den Fans auch immer wieder an. Aber es wird auch sehr viel Unterhaltung geboten, sehr viel Spaß. Also das gehört natürlich genauso dazu, ganz klar. Ja, sein Hauptbestandteil, das ist ganz klar. Und vor allem Henry Godwin auch, der hat seinen Spaß. You know what we do with fancied up pretty boys like you back home in Arkansas. We'll come December 17th and in your house, you're gonna find out when I throw you in my pig pen. Piggy! Ja, Henry Godwin sagt Hunter Hearst Helmsley schon ganz genau, was passiert am 17.12. Er sagt, mit so hochgestochenen Typen wie dir, da haben wir unsere ganz eigenen Methoden in Arkansas. Das ist ja so auf dem Land generell mal. Ist ja auch in Deutschland nicht anders. Wenn man jemandem einen Streich spielen will, dann wirft man ihn gern mal in die Schweinesuhle. Und dann weiß der auch ganz genau, was Sache ist. Und genau das will Henry Godwin am 17.12. tun. Ich kann jetzt schon nicht auf die Bilder dieses Matches warten. Flop-Drop, das müsste eigentlich gewesen sein. Jawohl, das Cover gegen Jason Arndt. So einfach sieht es dann natürlich nicht aus gegen Hunter Hearst. Da bin ich mir sicher, wird er alles dranlegen, den über die Ringseile hinaus zu befördern. Obwohl bei der Full-Metal-Tour, da hat er ja schon den Flop-Drop gezeigt. Aber Hunter Hearst hat gut reagiert, hat sich festgehalten am Seil und so dann doch noch den Sieg errungen. Also, Henry Godwin muss das Ganze nach in die Mitte des Ringes verlagern. Dann geht das schon. Und hier sehen wir Bob Backlund. Er betreibt offenbar Wahlkampf. Ja, vielleicht will er wirklich Nachfolger von Bill Clinton werden.
Als Razor es mit Sid zu tun hatte, entwickelte sich der Kid zum eigentlichen bösen Buben. Bei der Survivor Series erkaufte der Million Dollar Man dem Kid sogar einen Sieg. In Raw hieß es nicht mehr 1, 2, 3, sondern Kohle auf die Kralle. Der Kid tut sich mit Sid zusammen und tritt gegen zwei Männer an, die ihre Niederlage bei der Survivor Series vergessen machen wollen. Sid und der Kid gegen Hakushi und Barry Horowitz. Nächste Woche in den Superstars. Aha, Henry Godwin, wir sehen ihn gerade noch, wie er die Halle verlässt. Er ist ja so beliebt geworden und er schüttelt wirklich jede Hand, die sich ihm entgegenstreckt. Und da sieht er Bob Backlund. Wahrscheinlich hat er ihn zuerst übersehen, den kleinen Knopf, mit seinen sehr kurz geschorenen Haaren, den sogenannten True Cut in den USA. Aha, gibt's jetzt die Pampe für den Präsidentschaftskandidat? Wer der Favorit bei Henry Godwin ist, das hat er selbst gesagt, das kann man sich denken. Bill Clinton kommt aus Arkansas, Little Rock, auch Henry Godwin kommt aus Arkansas. Also logischerweise ist er ein Fan dieses Präsidenten und nicht von Bob Backlund. Ja, das sowieso. Naja, Henry Godwin lässt ihn davon kommen. Wahrscheinlich aber auch nur deshalb, weil er sonst die Fans ja noch erwischt hätte. Und wir sehen natürlich noch das Tag Team Titelmatch zwischen den Smoking Guns, die sich hier vorbereiten, und Skip und Red Radford. So, es wird mal wieder gülden in unserer Sendung. Goldust tritt auf. Ich versuche gerade mal zu hören, was die Fans da rufen. Ist nicht ganz verständlich. Da sind wohl nicht so eindeutig für Goldust, obwohl er seine Fangruppe ja immer dabei hat. Ja, also ich muss sagen, es sind wenige, aber die tun sich doch ganz besonders hervor, weil sie sich genauso schminken wie er, weil sie sich Perücken aufsetzen. Ja, wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, so ein bisschen die fast schon Zirkus- oder Party-Atmosphäre ist durchaus da in der Halle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwar Fußballfan, aber da geht es doch wesentlich heftiger zu im Fußballstadion. Hier ist es wie eine große Party, die gefeiert wird. Und ich finde das also wirklich sehr, sehr schön, die Stimmung in der Halle. Ja, und Goldust trägt natürlich auf seine Art und Weise dazu bei. Ja, Carsten war ja auch zum Abschluss der Bundesliga-Vorrunde im Stadion, hat endlich mal seinen geliebten Verein gesehen. Ich erwähne das Ergebnis jetzt nicht. Borussia Mönchengladbach hat gegen 1860 München verloren, aber ich will es mal so sagen, Gladbach wusste, sie spielen um die Meisterschaft mit und sie wollten natürlich die 60er vor dem Abstieg, genau, dem möglichen retten, Punkte schenken. Ein klein bisschen Hilfe. Und einmal haben sie ja gewonnen in München in dieser Saison, ja, also von genau, daher richtig, alles wieder okay. So, wir wenden uns natürlich wieder dem Wrestling zu, aber ich denke, auch sie verzeihen uns ab und zu diese Ausflüge in andere Sportarten. Trotzdem, Effe muss in die Nationalmannschaft, das ist so klar wie Kloßbrühe, aber gut, das als letzte Bemerkung, die brannte mir auf der Seele. So, genauso wie es mir auf der Seele brennt, dieses Match zu kommentieren. Denn Goldust legt eigentlich gleich wieder so los, wie wir ihn kennen. Ist ein bisschen langsam, macht sehr theatralisch, macht viel Show. Aber er ist immer voll auf den Gegner konzentriert. Kein Wunder, Günther. Hätte er sonst in der Reihenfolge Marty Jannetty, Savio Vega und dann natürlich Bam Bam Bigelow besiegt. Ungeschlagen also, und das eben, du hast es gerade angesprochen, obwohl er Top-Gegner hatte, also nicht irgendwelches Kanonenfutter, sondern wirklich ausgezeichnete Wrestler, ist er immer noch unbeschadet. Diesmal Ken Raper, ich glaube, wir haben ihn noch gar nicht erwähnt, sein Gegner, der zählt nicht unbedingt zu den Superstars, dementsprechend schnell hier auch das Ende erreicht. Ja, also da fackelt Goldust nicht lange, er kommt sofort zur Sache, hat das Match für sich entschieden, hat gewonnen und wir schauen uns jetzt noch einen kleinen Spot an mit dem Bad Guy Razor Ramon. Your father. Last night, I heard someone real bad. Elaborate, my son. What provoked this act? I wanted his belt, man. But my son, it is written, thou shalt not covet thy neighbor's goods. Hey, man, he took the first swipe. Haven't we always been told to turn the other cheek? Yes, father. But when he took that swing on me, he broke my toothpick. So I raised him high above my head and slammed him to the ground. Toothpick? You slammed a man to the ground because he knocked a toothpick from your mouth? Who do you think you are, Razor Ramon?
Why, Father, how'd you know? The new WWF Generation. Put your faith in us. And this one's for Father Carrick. Also, vorweihnachtliche Spots, den haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Sollte man nicht ganz so ernst nehmen, aber sehr, sehr gut gemacht. Ja, wobei allerdings Razor einer ist, der wirklich jedem ein Autogramm gibt. Das stimmt absolut. Und er ist ein sehr umgänglicher Bursche, ein bisschen herb, wie man so schön sagt. Aber freundlich, hat einen guten Humor. Und wie gesagt, ist eigentlich genauso entgegenkommt wie alle World Wrestling Federation Superstars. Autogramme werden unterschrieben, Gespräche geführt mit den Fans, der Kontakt gehalten. So, wir sind, das haben Sie unschwer erkannt, jetzt beim langersehnten Tag-Team-Titelmatch, die Smoking Guns gegen eben Red Redford, zusammen mit ihm hier mit Skip, der sehr gut beginnt, aber ich glaube, wir sollten doch noch mal ganz schnell die Tourdaten und die Teilnehmer bisher durchgeben. Ja, und das ganz schnell im Schnelldurchlauf, denn es ist eine lange Liste. Also Ostersonntag, 7.4. Dortmund-Westfalenhalle. Dann geht es am Mittwoch weiter, 10.4. in Kassel. In der Eissporthalle dann Donnerstag, 11.4. Bonn-Hartberghalle. Freitag, 12.4. Frankfurt-Festhalle. Samstag, 13.4. Düsseldorf-Philippshalle. Sonntag, 14.4. Seidensticker-Halle Bielefeld. 15.4. Montag, Oldenburg-Weser-Ems-Halle. Dienstag, 16.4. geht's nach Hamburg in die Sporthalle. Mittwoch, 17.4. Berlin-Deutschlandhalle. Donnerstag, 18.4. geht's nach Rostock in die Stadthalle. Freitag, 19.4. Halle-Saale als Sporthalle. Samstag, 20.4. geht's in die Oberfrankenhalle nach Bayreuth. Sonntag, 21.4. Stuttgart-Schleierhalle. Abschluss dann Montag am 22.4. in der Münchner Olympiahalle. Und bei den letzten beiden Daten muss man sagen, dass Kinder unter 10 Jahren nicht in die Halle dürfen. Das müssen wir auf jeden Fall noch dazu sagen. Tut uns leid, aber so sind nun mal die Bestimmungen. Einige Teilnehmer stehen auch schon fest. Unter anderem der World Wrestling Federation Champion, zumindest momentan noch, Bret Hitman Hart. Der zumindest momentan Intercontinental Champion Razor Ramon. Der Undertaker. British Bulldog ist auch mit dabei. Also vielleicht gibt es ja da auch wieder einen Champion-Herausforderungskampf. Durchaus möglich. Dann Big Daddy Cool Diesel. Der könnte natürlich jemanden herausfordern. Owner wird mit dabei sein. Sid. Gold Dust, den wir zuvor gesehen haben. Und Hunter Hearst Helmsley vielleicht noch mit einigen Pamperesten in den Haaren. So, jetzt sind wir aber endgültig bei diesem Match. Ganz genau, ist genauso wichtig. Die Tour heißt ja Champion Tour, also vielleicht sehen wir auch die dann amtierenden Tag Team Champions. Das ist noch nicht raus. Könnte also durchaus natürlich auch die Smoking Guns sein. Ja, vielleicht auch den Damen Champion. Man kann ja spekulieren so viel, wie man will. Ja, und die Smoking Guns haben eigentlich die Gegner, die sie heute haben, Skip und Red Redford, nicht unterschätzt. Ich hatte ein bisschen Angst, sie könnten das vielleicht tun. Und die Guns setzen ja nur wirklich ihren Titel gegen jeden aufs Spiel. Also sie machen das, was sie versprochen haben, ihren Titel gegen jeden verteidigen. Ja, kommt ihnen vielleicht auch mal negativ entgegen, dass sie wirklich immer bereit sind, den Titel zu verteidigen, auch gegen manchmal unbekannte Gegner. Das hat sich ja schon mal für sie nicht ausgezahlt. Ja, aber man muss das einfach tun. Auch Bret Hart ist ja ein solcher Mann. Man verliert dann den Titel vielleicht mal, aber dann hat man halt eben umso mehr Anreiz, ihn sich erneut zu holen. So, es geht hier ordentlich los und jetzt greift sogar Sunny ein, stellt Bart das Bein und der fällt sofort hin. Red Redford mit dem Leg Drop. Das Cover, er ruft den Ringrichter herbei. 1, 2. Oh, da kommt Bart gerade so raus. Also auch hier, wir mussten am Anfang natürlich noch diese Informationen weitergeben an Sie, liebe Fans. Im Moment ist wahnsinnig viel zu erzählen. Da können wir dann nicht jede Aktion kommentieren, aber dazu haben wir noch später Zeit. Ja, wenn Sonny schon so toll eingreift, warum war sie denn nicht bei dem Damen-Match bei der Survivor Series dabei? Hat doch am Anfang auch immer so getan, als würde sie in der World Wrestling Federation auch aktiv eingreifen. Das wäre doch mal was. Ja, finde ich eigentlich auch. Nur es ist ein Unterschied, einmal von außen einzugreifen, als ein ganzes Match zu bestreiten. Wie gesagt, man muss dafür durchtrainiert sein, muss das von der Pike auf erlernen. Ansonsten kann man es vergessen. So ganz deutlich muss man es sagen. Man kann es nicht einfach nur so machen, weil es einem Spaß macht, sondern man muss das genauso erlernen wie jede andere Sportart auch. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann auf dem Niveau der World Wrestling Federation antreten will. So, weiter hat Bart sehr, sehr schwer. Da kommt er herangeflogen mit einem Überschlag, fast ein Reverse Moonsault über Seil von Skip hier, hat er wirklich gut gemacht, trifft auch ganz genau Bart, Billy sofort bei ihm. Oh, der hat Wirkung gezeigt. Ja, Bart ist, das hat man sehen können vorhin, mit einem Fuß noch im Seil hängen geblieben, ist dann falsch rausgeflogen, hat sich da wahrscheinlich ein bisschen an der Schulter verletzt, nehme ich mal an, aber er ist schon wieder da, stellt sich in den Ring, Skip mit einem Bodyslam. Wechselt sofort mit Red Redford, also die haben sich auch gut vorbereitet.
ganz offensichtlich auf diese Riesenchance natürlich auch. Darf man nicht vergessen. Ja, Red Redford will jetzt natürlich, wenn es geht, den Sack zumachen. Aber Bart kontert mit einem Backslide. 1-2. Aber da befreit sich Red Redford draus. Er, genau wie Skip, zwar noch Neuling im Vergleich zu den Smoking Guns, aber doch hervorragende Dropkick und wieder das Cover. Aber erneut befreit sich Barts. Ja, verkaufen sich hier wirklich ausgezeichnet. Skip und Red Redford wechseln auch sehr, sehr elegant, sehr häufig. Bart hat überhaupt keine Chance, jetzt hier zu Billy zu kommen. Dann gibt es noch eine Aktion in der Ecke, die war theoretisch erlaubt. Natürlich nicht die Sache mit dem Fuß. Ja, ich glaube, dass das im Grunde genommen alles losging durch das Eingreifen von Sunny, die draußen Bart das Bein stellte, was Red Redford eben die Chance eröffnete, seine eigenen Aktionen zu zeigen. Aber da muss Bart jetzt nun raus und er befreit sich erneut. Er kommt noch einmal raus aus dem Cover. Jetzt wird aber der Wechsel dringend nötig. Ja, aha, für Sunny ist es schon gelaufen. Das war's also. Denkt sie, Billy ist auch schon ganz aufgeregt, hast du gesehen, er wollte vorher das Cover fast unterbrechen. Ja, aber die Wechsel hier von Skip und Red Redford sind unglaublich schnell, wie du es schon gesagt hast. Also ganz hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt gibt es einen Big Splash mit Red Redfords Hilfe, aber der geht daneben. Der hätte auch nicht getroffen, wenn Bart liegen geblieben wäre. War viel zu kurz. Da haben sie nicht gut zusammengearbeitet, das sollten sie vielleicht noch mal trainieren. So, jetzt ist ja richtig was los. Jetzt wacht auch die Halle so richtig auf. Beide Lager feuern ihren jeweiligen Liebling an. Auf der einen Seite Bart, auf der anderen ist das Sonny für ihren Skip und Red Redford. Was für Lagerfeuer? Die beiden Lagerfeuer. Ne? Ach so. Okay, also. Na, es passt ja, Lagerfeuer. Aber es gibt keine Zeit zum Ausruhen, keine Zeit, das Lagerfeuer zu entzünden. Weder für die Smoking Guns noch für ihre Gegner. Hier muss ein Titel verteidigt oder errungen werden. Und jetzt auf einmal sieht es wieder besser für die Smoking Guns aus. Ja, alle vier jetzt im Ring, das ist auch nicht ganz normal. Aber ab und zu hat es das auch schon gegeben. Billy eigentlich im Ring gegen Skip, den rollt er jetzt auch ein. Das Cover, dann wird er umgedreht. Ja, aber da befreit sich Billy und Sunny bekommt eine Portion Skip-Up, natürlich aus Versehen, denn Billy hat sie einfach nur befreit. Hier ein Reversal von Red Redford. Auch das sieht aus wie eine Mini-Battle Royale. Und jetzt nimmt Bart Red Redford hoch zum Sidewinder. Hält ihn lange oben, da kommt Billy herangeflogen mit diesem Legdrop. Bis in die Mitte des Rings fliegt er da. Und das war's dann auch. Jetzt würde ich ganz gerne sehen, was mit Skip und Sonny draußen los ist. Das war wirklich ein unglücklicher Zusammenprall. Ja, und draußen haben wir den Body Donners Fanclub gesehen. Ja, Sonny hängt noch in den Seilen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie gesagt, das ist ja nur halb so schlimm. Sie ist eine Wrestling-Managerin und muss manchmal sowas einstecken können. Es war ja, wie gesagt, keine Absicht, sondern ein Versehen. Da gibt es nachher noch heiße Ohren für Skip und wir sind bei Slam Jam. Ja, also ein tolles Match auf alle Fälle. Und wie gesagt, am 17. Dezember in den USA gibt es das nächste In Your House und wir werden natürlich eine längere Zusammenfassung bringen. Ja, und zwar übrigens in der Hauptstadt der Schokolade in Hershey, in der Hershey Park Arena findet das Ganze statt. Und hier sehen wir noch einmal einige Höhepunkte vom Brett Diesel Championship Match bei der Survivor Series. Und es war wirklich alles geboten für jeden Geschmack etwas. Ja, und das Ergebnis, das direkte daraus, das war ja von vornherein festgestanden, dass jetzt eben der British Bulldog gegen Bret Hart um den Titel antritt. Ja, und wir haben vorhin den British Bulldog schon gehört mit einem Statement, jetzt hören wir Bret. Wrestling Federation Championship Belt, there was an instant thought right away that told me, you know, it's back to the old grind. That I'm gonna have to start a whole family feud with the British Bulldog. Now everybody knows that my sister Diane is married to the British Bulldog. Everybody knows that we had quite conceivably the toughest, hardest fought match in the history of the World Wrestling Federation in front of 82,000 people in Wembley Stadium. And everybody knows that I lost. It's one of the only losses that I can count on one hand. And it was against the British Bulldog. But Diana, I'm gonna warn you ahead of time. I don't like the British Bulldog. I haven't liked them since Wembley Stadium. And I've been waiting for 3 long years for just this moment, this rematch. And the British Bulldog, you are going down right there in Hershey Park Arena to the best there is, the best there was, and the best there ever will be. No title is gonna be lost by me.
Das gibt natürlich wieder Probleme für Diana. Für wen hält sie diesmal? Brett Hart hat seine Einstellung ganz, ganz klar gemacht, auch verständlich. Hast du die Zahlen gehört? Er hat weniger Zuschauer gezählt als der British Bulldog. Ja, genau. Also es waren natürlich also weit über 80.000. Und wie gesagt, wir werden Ausschnitte von dieser Großveranstaltung natürlich zeigen. Sie sollen ja sehen, wie es ausgegangen ist. Jetzt noch eine letzte Pause. Schockierende Worte. Der British Bulldog legt los. Als Extra 6 Sammelbilder. Und zum Anfassen Shawn Michaels Starschnitt. Lebensgroß. Echt riesig. Jetzt im Handel. Der Dank der Einzugsmusik von Bret Hart, Shawn Michaels, Razor Ramon und von Big Daddy Cool Diesel. Full Metal, das Album. Get it now. I will get you. So, und jetzt als Höhepunkt sehen wir das ja, ganze Match, muss man sagen, zwischen Shawn Michaels und Owen Hart, dem King of Hearts. Das war ja das Match, in dem Shawn Michaels ein bisschen schwummerig geworden ist. Aber es war ein tolles Match bis zu diesem Zeitpunkt. Sofort geht es los mit Owen Hart. Er will sofort Cover zeigen gegen Shawn Michaels, aber Shawn Michaels kommt natürlich raus. Ja, die beiden sind natürlich auch prädestiniert für ein Supermatch, das ist klar. Owen gehört ja auch zu einer Gruppe, zu einer Illustren, die eben bei Stu Hart trainieren konnten. Und vielleicht sehen wir ja neben Owen und Brett auch den British Bulldog dann in einem Match hier bei der Champions Tour. Wäre ja durchaus möglich. Erneut mal eine Herausforderung für ihn gegen Brett, falls der noch Champion ist. Also viele Möglichkeiten sind offen. Vielleicht der Undertaker, vielleicht diese. Oder der Bulldog ist Champion. Jede Menge Leute könnten bis zu diesem Zeitpunkt Champion sein. Das werden wir natürlich alles hier hautnah verfolgen. Schöner Dropkick hier von Shawn Michaels. Das Publikum in Monday Night Raw auf den Beinen. Es hatte ja einen Tag zuvor bei der Survivor Series Shawn Michaels zum ersten Mal seit langer Zeit gesehen. Und jetzt bei Monday Night Raw wieder ein Einzelmatch gegen Owen Hart. Und dieser Heartbreak-Kid, der bricht wirklich die Herzen aller Fans. Ja, da toll gemacht, eine Armdrag-Serie, Hip-Toss und dann dieser Dropkick, der Owen hat nach draußen befördert. Der hat Probleme, nachdem er relativ gut begonnen hatte, sehr, sehr schnell auch. Jetzt ein Armbar, eigentlich sonst eine Hart-Spezialität. Genau, ich habe eigentlich geglaubt, dass Owen Hart hier mit dem Plan hineingehen würde, ein Match zu bestreiten, in dem er Shawn Michaels auslaugen will. Aber was er getan hat, war ganz offenbar, er wollte eine Aktion zeigen, ein oder zwei Aktionen und dann sofort den Sieg erringen. Er ist daneben gegangen und wahrscheinlich reichte sein Plan nicht weiter. Ein wunderbarer Hurra-Carrara hier von Shawn, da läuft er daneben beim Clothesline sofort, das kommt auch von Owen, sind natürlich beides Ausnahmetechniker. Und wie gesagt, wenn eine Aktion nicht gleich sitzt, dann muss man mit dem Konter rechnen. Aber Shawn wieder auf den Beinen, da kommt aber sofort der Baseball-Slide. Ganz genau, und Shawn ist draußen. Er nimmt sich eine kleine Auszeit. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass er noch ziemlich erschöpft war von der Survivor Series. Da hat er ja auch hart arbeiten müssen und eine ganze Menge einstecken müssen. Es war, wie gesagt, sein erstes Match seit langer Zeit. Und da hat man natürlich noch Konditionsprobleme. Die zeigten sich auch in diesem Match ganz deutlich. Mr. Fuji wieder fahnenschwenkenderweise steht er draußen. Diesmal glücklicherweise am Gang, sodass er niemandem die Sicht versperrt. Ja, vielleicht haben da die Offiziellen was gelernt und stellen ihn jetzt auch immer dahin. Jim Cornette natürlich ist auch dabei. Wie immer, wir erwähnen es, glaube ich, gar nicht mehr, weil es jeder auch sehen kann. Unglaublich geschmacklos gekleidet. Oh, schöner German Suplex hier von Owen Hart gegen Shawn Michaels. Ja, da jubelt Owen schon, aber er sieht sofort, Earl Hebner macht die Geste. Nein, das war nur bis zwei und es geht weiter ohne große Beschwerden von Owen Hart. Ist ja auch sehr selten. Also hier zwei Männer, die wirklich einen sportlichen Wettkampf suchen. Ja, da weiß er natürlich ganz genau, er kann sich keine Pause gönnen, kann da nicht rumlamentieren, denn Shawn Michaels setzt nach und der Wrestler selber spürt ja ganz genau, ob es bis zwei oder drei geht. Ja, jetzt ein Backbreaker. Ich gucke mir gerade das Gesicht von Shawn Michaels an. Es ist, also er hat Probleme, gar keine Frage. Wir machen noch einen kleinen Sprung. Da war die Werbepause der Amerikaner. Im Grunde genommen ist nicht viel passiert. Owen hat Shawn aus der Ecke gezogen. Und der kontert jetzt wunderschön mit einem Backflip. Rollt, wollte ich gerade sagen, Owen Hart ein. Und dann befördert er ihn über das Seil. Das war die Szene, die wir schon gesehen haben. Und dann sehen wir jetzt etwas ausführlicher, was da so alles passiert ist. Ja, der Jubel da geht nochmal aus sich heraus. Schüttelt den Kopf und da sieht man es. Da hält er sich
kurz den Kopf. Das kommt also, wie gesagt, völlig überraschend. Kann man vorher auch kaum feststellen. Ja, und wer jetzt glaubte, da wäre irgendetwas Schlimmes passiert. Manche Leute sagen ja dann, oh, um Gottes Willen, vielleicht irgendwie eine Gehirnblutung oder was weiß ich was. Die wildesten Gerüchte machen bei sowas ja gerne mal die Runde, wenn man sowas sieht. Das ist also alles nicht passiert. Wir wissen inzwischen, es war letztlich ein Schleudertrauma. Also auf gut Deutsch, Shawn Michaels wollte seinen Fans unbedingt was bieten. Ist zu früh in den Ring zurückgekehrt. Eigentlich löblich, Günther, wenn man seine Fans glücklich machen will, aber er hätte sich vielleicht doch noch eine Woche oder zwei mehr Zeit nehmen sollen. Ja, auf alle Fälle, da sind natürlich auch die Ärzte gefordert, das ist klar, aber jetzt, denke ich, hat das kapiert, legt auch eine Pause ein, passt sowieso, über die Feiertage ist man gerne zu Hause und ich bin mir ganz sicher, er wird nicht in den Ring steigen, eher nicht wieder 100%ig hergestellt ist. Ja, das ist ganz klar, weil sein Arzt jetzt das Ganze sich sowieso anschaut. Man hatte ja keine Gehirnerschütterung festgestellt, die hat er auch nicht gehabt, aber das heißt ja nicht, dass nicht ein Schleudertrauma vorliegt oder sich entwickelt, hat vielleicht auch sich entwickelt bei der Survivor Series, was auch immer. Da sehen wir auch Vince McMahon, man kümmert sich um Shawn. Also, noch einmal ganz deutlich ausgedrückt, es sieht schlimmer aus, als es ist. Natürlich sind sofort die Ärzte da, das ist ganz klar. Und die World Wrestling Federation sorgt immer dafür, dass Ärzte in der Halle sind. Es gibt auch manche Ligen, bei denen ist das nicht so. Die haben schon Verwarnungen und sogar Auftrittsverbote bekommen, weil sie keinen Hallenarzt da hatten. Das passiert bei der World Wrestling Federation natürlich nicht. Genau, hier sehen wir den Doktor auch bei der Arbeit. Sollte man vielleicht auch erwähnen, dass Owen Hart hier sich sehr fair verhalten hat, hat gar nichts, hat abgewartet, hat auch nicht gejubelt, obwohl er natürlich dann zum Sieger erklärt wurde oder werden sollte. Ja, er hat auch sehr besorgt reingeschaut, denn letztlich, natürlich hat man solche Auseinandersetzungen, das ist ganz klar, aber die sind sportlicher Natur und wenn einem Kollegen, letztlich ist es das ja, so etwas passiert, man weiß nicht genau, was ist denn da los, dann ist man natürlich besorgt, macht sich Sorgen um diesen Mann, denn wie gesagt, die Rivalität, Günther, besteht auf sportlicher Ebene, aber ansonsten wünscht man natürlich niemandem, dass ihm irgendetwas passiert. Das war ein schlagender Beweis dafür. So, jetzt gibt es hier noch ein bisschen Sauerstoff, das fördert natürlich sofort die Durchblutung auch wieder im Gehirn, das ist klar, wir wissen ganz genau, was zu tun ist, das ist logisch. Ja, hier sehen wir noch einmal die Szene, als Shawn schwindlig wurde und er ist umgefallen. Das Gleiche passiert ja auch manchmal, wenn man zu schnell aufsteht, der Kreislauf macht das nicht ganz mit, es wird einem schwindlig, da fällt man auch manchmal um und so etwas Ähnliches ist hier Shawn passiert, also haben sich natürlich sofort die Ärzte um ihn gekümmert, wie sie es um jeden Wrestler oder mit jedem Wrestler tun würden. Ja, Vince McMahon, ja, schaut ein bisschen besorgt rein. Er wusste ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was los war. Er kann natürlich nichts tun, ist klar, überlässt das auch den Fachleuten. Auch Jerry Lawler, hier sehen wir ihn. Auch er schaut besorgt rein, weiß nicht genau, was los ist. Und da sieht man eben ganz deutlich die Kollegialität letztlich doch auch der Erzrivalen. Denn auch Shawn und Jerry sind alles andere als gut miteinander befreundet. Da ist auch Shawn wieder bei sich. Und wir schauen uns noch schnell an, was uns nächste Woche erwartet. Ja, der Bad Guy wird kommen, also Razor Ramon. Dann Ahmed Johnson, der sensationelle Neuling. Dann gibt es ein Handicap-Match von King Mabel, also er alleine gegen mehrere Gegner. Ja, das wird äußerst interessant werden und wir machen gleich weiter mit der Action Zone. Tschüss, bis gleich.